Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video starten wir mal was Neues, und zwar machen wir den Einstellungstest. Wenn ihr euch mal irgendwo irgendwann bewerbt, müsst ihr wahrscheinlich einen Einstellungstest machen, und da gehört meistens ein Logikteil dazu, leider, so blöd es auch ist, aber man muss es machen. Hierfür kann man sich aber zum Glück gut vorbereiten. Wenn man ein paar Reihenfolgen, ein paar Dinge kennt, dann hat man schon oft gute Karten. Deswegen üben wir das hier. Hier habt ihr mal die erste Aufgabe. Es gibt in diesem Video 3 Stück. Probiert das mal und pausiert. Ja, schauen wir uns das mal hier an. Ihr seht, das Ergebnis ist 56. Von 1 auf 2 wird plus 1 ins Quadrat gerechnet. Von 2 auf 6 wird plus 2 ins Quadrat gerechnet. Von 6 auf 15 plus 3 ins Quadrat. Dann kommt plus 4 ins Quadrat und dann muss logischerweise plus 5 ins Quadrat kommen. 5 ins Quadrat ist 5 mal 5 ist 25. 31 plus 25 ist 56. Das war's hiermit. Nächste Aufgabe. Pausiert mal. Bei dieser Aufgabe haben wir es mit der Zweiergruppe zu tun, das könnt ihr euch auch gleich merken. Zweiergruppe wird es genannt, weil nur jede zweite Zahl etwas miteinander zu tun hat. Schauen wir mal an. 4 plus 10 sind 14, 14 plus 10 sind 24, plus 10 sind 34. Dann 21 minus 6 sind 15, 15 minus 6 sind 9 und da muss kommen 9 minus 6 sind 3, also hier ist die Lösung 3. Diese Gruppen sind recht beliebt, also wenn ihr mal solche Aufgaben habt und ihr seht da gar keinen Zusammenhang, schaut mal an, ob die zweite oder jede dritte Zahl sogar was miteinander zu tun hat und ob ihr da eine Reihenfolge rausbekommt. Nächste Aufgabe ist nicht so leicht, probiert das mal und pausiert. Ja, hier ist das Ergebnis 17, wieso und weshalb? Wir sehen die 2, 3, 5, 7... 11 und die 13, das sind alles Primzahlen. Primzahlen sind Zahlen, die nur durch 1 und durch sich selber teilbar sind. Und die nächste Primzahl wäre dann die 17. Na gut, meine Lieben, das war's mit dem Video. Kommentiert mal, ob ihr die Aufgaben geschafft habt oder ob euch die vielleicht zu schwierig waren. Ob ich dann nochmal ein neues Video zu machen soll oder nicht. Ob ich es bleiben lassen kann. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!